Lampukistan Gaming ist hier, 23. Folge unserer Panini-Sammelsucht in FIFA 16. Ja, von den vielen Bronze-Packs vor dem Wochenende geht es heute mal wieder richtig zur Sache. Wollte ich mir mal kurz die Statistiken anschauen. 283 Spieler haben wir jetzt gesamt und ganz schnell nochmal kurz einen Blick auf die Top- und Flops-Mannschaft. Da hat sich ein bisschen was getan und zwar haben wir jetzt, ist Zabaleta immer noch der beste Mann mit 82. Es gibt keinen schlechteren als 80 mehr. Und bei den schlechtesten Spielern, Freunde, der Henry, der kann, der ist einfach nicht wegzukriegen. Aber wir haben auch keinen Spieler mehr, der besser ist als Stärke 50. Einfach der Hunter da an einem 51er Platz weggenommen jetzt. Wunderbar, Freunde, würde ich sagen, steigen wir direkt durch. Und zwar werden wir heute drei Packs ziehen, Freunde. Und zwar zuerst steht mal dieses Geschenkset an. Das müssen wir als allererstes wieder aufmachen, Freunde. Und da holen wir uns Van de Streek raus, einen alten Holländer, Alter. Geile Scheiße, ey. Morse, das sieht irgendwie aus wie Jumbo Schreiner kocht, ja, richtig geil. So, ein paar Verträge noch, das kommt alles in den Verein. So, Freunde, dann ziehen wir traditionell wie immer ein Bronze-Pack, das kennt ihr ja von mir. So, ja, Alaba ist drauf, der ist irgendwie jedes Mal auf dem Bronze-Pack, merkt ihr was? Und wir ziehen einen James, den James, Freunde. Den haben es gelohnt. Zwei seltene Bronzespieler. Das ist ja richtig cool. Also wir gerade für eine Ausbeute, was wir gerade für eine Ausbeute haben, Freunde, das ist richtig klasse, ey. Checkguy, der alte Checker, ist auch noch am Start mit 43 Temper und Doherty. Keine Ahnung, wie man den Mann ausspricht, Freunde. So, Verträge, was haben wir noch? Mattersburg. Ja, immer die gleichen 100 Münzen, wunderbar. Die lösen wir gleich mal direkt ein. Und da ist schon ein Trikotsatz doppelt, Freunde. Den habe ich noch gar nicht weggepackt. Würde ich sagen, schmeiß mal schnell mal auf die Transferliste. Der Rest kommt in den Verein, damit das Ganze ein bisschen zügiger vonstatten geht. Langsam sprechen. Ist Gold wert, apropos Gold. Wir werden heute ein Goldpack ziehen für 150 Münzen. Messi ist drauf. Komm, gebt uns endlich mal was richtig Geiles. Wir brauchen einen richtig geilen Spieler. Und wir ziehen einfach Scirocco, Freunde. Ach du Scheiße. Was in Gottes Namen ist denn das? 58 Tempo, bester Mann von Spartak Moskau. Freunde, so kann man nicht arbeiten. Ey, Lajic. Jetzt haben sie nach einer durchzechten Nacht morgens um 7 aufgenommen, das Foto. So, Marco haben wir noch. Marco Ku. Was ist das? Das ist so ein Ku, Freunde. Was ist das denn für ein Spieler? Sarabia, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein Leihset, Freunde. Leihspieler, das braucht man einfach nicht, Freunde. Das ist einfach scheiße. Set einlösen, das packt man gleich mal weg. Der Ball, naja, Olympiakos, Piraeus, Auswärtstrikot, naja, packt man in den Verein. Kein seltener Goldspieler dabei, das kotzt mich wieder mal richtig an. Das andere Leihspielerset habe ich gleich weggeworfen, weil, Freunde, wir brauchen nur die richtigen Spieler und ich hoffe doch mal, dass wir in der nächsten Folge dann die magischen 300 schon knacken. Jo, 290 haben wir, das müsste auf jeden Fall reichen. Checken wir nochmal ganz schnell durch. Wir haben auf jeden Fall zwei Spieler dazu bekommen. Das heißt, wir stehen schon bei 22 Bronzen. Da können wir in nächster Zeit eigentlich ein bisschen sparen. Wobei eins wollen wir immer öffnen. Wir sind bei 20 seltene Silberspieler und bleiben bei 19 seltenen Goldspieler. Ja, wir haben noch 300 FIFA-Points. Da können wir noch ein bisschen Schabernack treiben, würde ich mal sagen. Ja, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.